Günstiges Gold, Duriel-Sets, tolle Items und mehr findet ihr auf aoeh.com. Checkt dafür einfach den Link in der Beschreibung und mit dem Code HGS gibt es an der Kasse nachher nochmal 6% extra. Hallo meine Lieben, ich grüße euch. Es ist soweit, der ein oder andere wird sicherlich schon gehört haben, die neue Season beginnt bald. Vessel of Hatred, die Erweiterung mit der neuen Klasse, mit den neuen Skillbäumen und. Und deswegen wird es auch Zeit, dass wir heute den zweiten Level Guide machen. Wir haben im letzten Video über den Schurken geredet und im heutigen Video wollen wir natürlich über die Zauberin reden. Dieser Level Guide, der wird wieder daraus bestehen, dass ich euch den Weg zeige, wie ich den Charakter so bis Level 60, 65 leveln werde. Und so ab Level 60 seid ihr auch in der Lage, mit diesem Charakter Qual 1 freizuschalten, also diese 9 richtigen Schwierigkeitsstufen. Es gibt jetzt ja Weltenstufe 1 bis 4 und dann geht das ja von Qual 1 bis 4. Und ihr werdet mit dieser Skillung auch Qual 1 ohne weiteres machen können. In Qual 1 findet ihr dann schon Ahnen-Items. Diese Ahnen-Items, wenn ihr die mit Greater Affixen findet, sind die höchstmöglichen Items von der Itemstufe. Die können wir dann auch vollenden, können uns verbessern. Und dann könnt ihr mit dieser Skillung rein theoretisch auch bis Qual 4 weiterfarmen. Also ihr könnt diese Skillung auch im Endgame benutzen. Wenn ihr aber Lust habt, eine andere Skillung zu spielen, würde ich so ab Level 60, also ab dem Moment, wo ihr auf Qual 1 unterwegs seid, würde ich einfach schauen, dass ihr dann schon mal die Aspekte und so equipped für die andere Klasse soweit ansammelt, beziehungsweise für die andere Skillung. Und wenn ihr dann genügend habt, dann könnt ihr dann den Switch machen. Solange ihr noch nicht genügend Equip habt, würde ich allerdings bei dieser Skillung bleiben, denn diese Skillung ist relativ schnell, relativ easy und macht verdammt viel Spaß. Und damit fangen wir auch schon direkt an. Ich werde jetzt im Folgenden einmal mit euch über die Skillung reden. Bei der Skillung ist das Ganze so, dass ich hier die alten Skillbäume im Moment benutze, denn die neuen Skillbäume, die sind noch nicht draußen. Ich werde jetzt also einmal das Grundprinzip hier dran erklären und dann werde ich euch aber die neuen Skillbäume schon einblenden. Ich habe davon Screenshots gemacht und habe die ein bisschen bearbeitet, damit ihr dann, wenn ihr anfangt mit der Season, direkt diese Skillbäume direkt nachskillen könnt. Also diese Skillung auf die neuen Skillbäume dann bezogen. Wir reden jetzt auch nicht so intensiv über die einzelnen Skillungen. Wir gehen das einmal kurz durch. Das Ganze soll ein Level Guide sein. Das soll kein High-End-Sorg-Build für Level 100 Endgame-Progress sein. Deswegen einmal kurz drüber reden, damit jedem das Ganze klar ist, das ganze Spielprinzip, und dann sollte es soweit gut sein. Also einen Feuerblitz, einen verbesserten Feuerblitz. In der zweiten Zeile habe ich einen Feuerball drinne, einen verbesserten Feuerball und einen großen Feuerball drinne. Und diese beiden Sachen, die werden wir auch nicht bei uns unten in die Skillleiste mit reinziehen. Diese beiden Skills, die werden wir über unsere Verzauberung, also über unsere Klassenfertigkeit automatisch triggern. Deswegen haben wir die hier nur mit geskillt, hier auch nur einen einzigen Punkt rein und die Sache ist fertig. Bevor wir jetzt aber in die nächste Zeile gehen, habe ich einen Punkt hier in Verwüstung drin, damit wir hier hinkommen. Herrschaft der Elemente. Wir machen mit unseren Kernfertigkeiten mehr Schaden, dafür kosten sie auch mehr. So, dann sind wir auch schon in der nächsten Zeile. In der nächsten Zeile habe ich einen einzigen Punkt ein Flammschild mit reingemacht. Flammschild ist immer noch ein zusätzlicher Safe-Skill, deswegen nehmen wir den durchaus mit, aber nur einen einzigen Punkt rein. Das hier oben brauchen wir auch nicht, denn wir nehmen das Flammschild nicht mit rein in unsere Klassenfertigkeiten, unsere klassenspezifischen Fertigkeiten, deswegen nur einen einzigen Punkt rein. Ein Punkt habe ich in Teleportieren drin. Ihr könnt auch anderswo Punkte rausnehmen und hier Punkte reinmachen. Dadurch, dass wir in der nächsten Season 11 Skillpunkte sowieso mehr bekommen, macht das Ganze sogar Sinn, hier 5 Punkte reinzuknallen. Denn desto mehr Punkte wir hier in Teleportieren drin haben, desto weiter werden wir unseren Cooldown reduzieren. Dann habe ich einen Punkt in Verbesserte in der Teleportation drin und einen in die Schimmernde Teleportation. Denn hierdurch bekommen wir dann nur Schadensreduktion jedes Mal, wenn wir teleportieren. Dann habe ich noch einen Punkt hier in die Eisrüstung mit drin. Durch Eisrüstung bekommen wir eine Barriere und das ist relativ wichtig. Und wir haben hier nochmal die Möglichkeit, die Abklingzeit zu verringern. Und zwar jedes Mal, wenn wir Mana ausgeben, ganz normal passiv mit. Dann habe ich noch einen Punkt hier reingepackt. Mit der Erweiterung würde ich hier dann aber 3 Punkte auch noch reinpacken. Da kommen wir nachher aber ja noch zu, das werdet ihr dann sehen. Denn hier haben wir eine Glückstrefferchance. Kritische Treffer haben eine Möglichkeit, unsere defensiven Cooldowns abzuschließen. Kann nur alle 10 Sekunden auftreten. Ist trotzdem nice, denn wir haben 3 defensive Fertigkeiten drin. Und damit sind wir hier auch fertig und wir können zum nächsten Knotenpunkt kommen. Dann sind wir bei den Beschwörungsfertigkeiten. Und bei den Beschwörungsfertigkeiten habe ich hier einmal die Hydra geskillt mit der verbesserten Hydra und der beschworenen Hydra. Zusätzlich habe ich noch einen Punkt in Ausrichtung der Elemente drin. Hier könnt ihr rein theoretisch auch mehr reinmachen. Ein Punkt finde ich aber ausreichend. Mit mehr seid ihr noch tankiger. Und das Ganze mache ich nur, damit ich hier nochmal Schadensreduktion bekomme und hierüber auch nochmal eine Barriere bekomme. Hier habe ich keine Punkte drin in Beschwörungskunst. Das Ganze täuscht, das kommt bei mir nur übers Equip, deswegen gehen wir hier auch gar nicht drauf ein.
In der nächsten Zeile habe ich wieder ein bisschen was geskillt. Und zwar habe ich 3 Punkte drin, hier in eisigen Schleier. Unsere Barrieren halten 24% länger an. Ich möchte eigentlich immer unter einem Barriereneffekt stehen. Denn wenn ich eine Barriere habe, eine aktive, mache ich auch noch mehr Schaden. Da kommen wir gleich noch zu. Deswegen ist es durchaus wichtig, dass wir immer eine aktive Barriere nach Möglichkeit haben. 3 Punkte hier rein. Und wenn wir in der nächsten Zeile sind, da wird es interessant, denn da ist unser Hauptangriff drin. Unser Hauptangriff ist tatsächlich die Feuerwand. Deswegen packen wir da auch volle Punkte rein. Feuerwand 5 Punkte. Einen in die verbesserte Feuerwand und einen in die Feuerwand des Magiers. Die Feuerwand des Magiers, die sorgt nämlich nochmal dafür, dass wenn die Gegner außer Feuerwand rausgehen, weiterhin den Schaden bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr cool und die sollen ordentlich brennen. Dann habe ich 3 Punkte in innere Flammen drin. Dadurch machen wir nochmal mehr Schaden, solange wir gesund sind. Und wir sind eigentlich immer gesund und schützen unser Leben ja durch die Barriere noch mit. Und dann habe ich noch 3 Punkte hier in eisige Schleier drin, damit unsere Barriere nochmal 24% länger hält. Das ist hier aber auch schon alles in dieser Zeile und dann gehen wir in die nächste Zeile und da haben wir unsere ultimative Fertigkeit drin. Das ist bei uns Inferno. Mit verbesserten Inferno ist klar, also oberstes Inferno und hier überlegenes Inferno. Den werden wir immer mit einsetzen, wenn wir auf harte Gegner stoßen bzw. auf Bosse. Und dann pushen wir unseren Schaden nochmal ganz enorm, indem wir hier feurige Woge mitnehmen, hier das Seelenfeuer mitnehmen und hier die Wärme mitnehmen. Dann haben wir noch einen Punkt über in dieser Skillung. Später haben wir mehr Punkte über. Da kommen wir aber ja gleich noch zu, wenn wir über die neuen Skillbäume reden. Da seht ihr, wie ich die Punkte dann noch verteile. Und diesen letzten Punkt, den wir momentan haben, den packen wir mit Verbrennen. Denn wir werden unsere Gegner ständig verbrennen und wir wollen natürlich an verbrannten Gegnern mehr Schaden machen. Das ist soweit die Skillung, die Oldschool-Skillung. Jetzt werde ich mal die 9 Skillbäume einblenden, die ich bearbeitet habe. Bloß ist da das Problem, wenn ich da mit der Maus rübergehe, dann steht da nicht, was diese Fertigkeit genau bewirkt. Deswegen haben wir einmal über das Prinzip oder über die Skillung ganz normal geredet, damit wir wissen, welche Fertigkeiten dahinter stecken. Wichtig dabei ist zu sagen, die ersten beiden Sachen Feuerblitz und Feuerball werden wir nicht aktiv benutzen, packen wir also nicht unten in die Skillleiste rein, die triggern wir durch unsere Klassenfertigkeit automatisch, also hier unter S packen wir die rein, das ist wichtig, so machen wir das Ganze, dann haben wir die nämlich hier unten drin und dann werden die automatisch mit getriggert und das soll es dann eigentlich soweit gewesen sein, die ganzen anderen Fertigkeiten, die wir hier mit drin haben, die benutzen wir natürlich aktiv. Wobei da unser Haupt-Damage-Ding natürlich immer die Feuerwand ist. Wir können das Ganze unterstützen mit der Hydra. In ganz brenzligen Situationen können wir noch Inferno mit dazu nehmen. Und wir können uns selber schützen. Da sehen wir das Ganze in den defensiven Fertigkeiten. Einmal mit Teleportieren, einmal mit dem Flammschild und einmal mit der Eisrüstung. Das ist im Prinzip die ganze Spielweise. Mehr gibt es da nicht zu machen. Es ist relativ einfach. Das Coole daran ist, dass die Gegner auch noch verbrennen. Das heißt, wenn sie erstmal brennen, wenn wir eine Feuerwand gestellt haben, dann können wir eigentlich schon weiterlaufen, weil die Gegner hinter uns dann sowieso sterben werden. Und damit machen wir dann auch schon den Switch direkt zu den neuen Skill Trees. Ich habe das Ganze hier soweit vorbereitet in Form von Screenshots und ich habe reingeschrieben, wie viele Skillpunkte wo reinkommen sollten. Wenn ihr das so befolgt, wird das Ganze ganz gut funktionieren und ihr müsst euch gerade am Anfang der Liga keine Gedanken machen, könnt einfach drauf losleveln und später dann überlegen, ob ihr eventuell noch anders skillen wollt. Fangen wir direkt an. Ich habe hier natürlich wieder einen Feuerblitz einen Punkt reingemacht, einen verbesserten Feuerblitz. Damit kommen wir direkt schon ins nächste Board. Im nächsten Board habe ich ein bisschen mehr geskillt. Da habe ich hier einmal den Feuerball geskillt mit den Verbesserungen und ich habe hier nochmal 3 Punkte mit reingesetzt. Dadurch machen wir jetzt mehr Schaden, brauchen aber auch mehr Mana. Das Ganze ist jetzt ein bisschen geändert worden. Vorher musste man hier noch einen Punkt mit reinsetzen als Übergangsskin. Dieser Punkt ist weggefallen. Wir können sie direkt hier reinsetzen, die 3 Punkte, und damit machen wir das Ganze natürlich auch. Und wir gehen direkt rein ins nächste Board. Beim nächsten Board, seht ihr, habe ich ganz, ganz viel geskillt. Ich habe hier Teleportieren drin, ich habe die Eisrüstung geskillt. Beides mit den Verbesserungen. Bei Teleportieren habe ich allerdings jetzt 5 Punkte reingemacht, weil wir jetzt ja 69 Skillpunkte insgesamt haben und damit mehr Punkte zur Verfügung haben. Und damit ist es halt cool, weil jetzt haben wir eine größere Abklingzeit auf Teleportieren, können schneller benutzen, sind dadurch öfters in dem Vorteil, dass wir die Schadensreduktion bekommen, das ist nämlich dieser Punkt hier hinten, und wir können es halt wesentlich öfters benutzen und sind damit gerade in der Levelphase ordentlich fix unterwegs. Einmal hier ein Punkt im Flammschild mit rein, hier nochmal 3 Punkte mit rein, da nochmal 3 Punkte mit rein und ab in die nächste Zeile. Und jetzt seht ihr auch schon, warum ich das Ganze eben erst durchgesprochen habe an den alten Skill-Trees, weil wenn ich hier die Maus rüberhalte, dann sehen wir natürlich nichts. Deswegen haben wir da eben über die Fertigkeiten geredet. So, hier haben wir natürlich dann die Hydra mitgeskillt.
5 Punkte in die Hydra rein, in die verbesserte Hydra und dann nach oben links weg. Und ich habe hier auch nochmal mit reingeskillt, damit wir mehr Verbrennungsschaden machen. Das ist halt auch gut, mehr Feuerschaden machen. 3 Punkte noch hier unten mit rein und das war's auf diesem Board. Und wir gehen rein ins nächste Board. Im nächsten Board habe ich wieder jede Menge geskillt. Und zwar ist hier unser Hauptangriff wieder drin. Hier ist nämlich unsere Feuerwand. 5 Punkte mit drin in die verbesserte Feuerwand. Und dann hier noch 1 Punkt mit rein. 3 Punkte hier oben mit rein. 3 Punkte hier mit rein. Und das war's. Und dann kommen wir schon zum vorletzten Board. Im vorletzten Board habe ich als ultimative Fertigkeit hier Inferno geskillt. Mit diesen beiden Sachen noch mit 3 Punkte hier rein. 3 da, 3 da. 1 Punkt hier mit rein, 3 Punkte dort mit rein. Und jetzt kommen wir zur passiven Fertigkeit und das ist natürlich die Verbrennungsfertigkeit hier mit einem Punkt. Und damit sind wir eigentlich soweit durch mit der Skillung. Jetzt gucken wir uns als nächstes aber nochmal das Paragon-Board an, denn das ist auch nochmal relativ interessant. Im Paragon-Board mache ich das Ganze so, dass ich euch einfach mal die erste Seite soweit zeige, damit ihr anfangen könnt zu skillen. Wie gesagt, das Ganze soll ein Level-Build sein oder ein Level-Guide sein. Ihr werdet nachher, wenn ihr dieses hier soweit fertig habt, werdet ihr irgendwo so 65 oder sowas sein. Ab 60 könnt ihr mit dieser Skillung, die wir jetzt gerade durchgegangen sind, problemlos Qual 1 farmen. Und ab Qual 1 droppen die Ahnen-Items, sagte ich ja eingangs schon. Ab dann können wir die besten Items überhaupt finden mit größtem Item-Level und auch mit der höchsten Gegenstandsstufe. Ab Level 60 werden wir aber auch anfangen dann zu überlegen, hey, wollen wir diese Skillung hier weiterspielen? Wenn ihr da Interesse dran habt, dann schreibt das gerne rein. Dann werde ich die Paragon-Boards noch weiterführen. Falls ihr aber was anderes spielen wollt, ist so ab 60, also ab dem Zeitpunkt, wo ihr auf Qual 1 laufen könnt, der Zeitpunkt gekommen, wo ihr langsam aber sicher mit dieser Skillung hier noch weiter farmt und dann schon darauf achtet, dass ihr Equip für eure neue Skillung bekommt. Deswegen hier das erste Paragon-Board. Wir gehen hier rechts rüber über die Damage-Seite, gehen hoch auf den Glyphenpunkt. Hier habe ich Flammenfresser drin. Wir haben ja eine reine Feuerskillung. Da macht das Ganze durchaus Sinn. Nehme hier die ganzen Geschicklichkeitspunkte mit, gehe dann nochmal hier runter, nehme hier nochmal das Leben mit und die Death-Schiene und gehe dann von hier aus hoch ins nächste Board. So, und was wir da jetzt anheften, das hängt halt davon ab, wie ihr weiterspielen wollt, wie gesagt. Jetzt kommen wir zu einer sehr schönen Sache und zwar brauchen wir in dieser Skillung kein spezielles Equip beim Leveln. Absolut nicht. Ihr legt einfach los und das, was ihr findet, nehmt ihr. Alles, was mit Feuerschaden zu tun hat an Aspekten, könnt ihr ruhig reinpacken. Ihr könnt auch Sachen mit reinnehmen, womit ihr mehr Schaden macht, solange ihr eine aktive Barriere habt. Wir haben ja dauerhaft eine Barriere. Und ansonsten einfach drauf losspielen, passt schon. Das Ganze wird sehr, sehr gut funktionieren. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende. Ich habe über die Spezialisierung geredet. Hier habe ich natürlich einmal den Feuerball mit drin und ich habe hier den Feuerblitz mit drin. Das sind auch beide Sachen, die haben wir mitgeskillt. Ich zeige das nochmal hier oben. Aber wir werden sie aktiv nicht mit drin haben in der Skillleiste, weil die halt automatisch passiv mitgetriggert werden. Mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen. Wir haben über den neuen Skillbaum geredet, wir haben über das Paragon-Board geredet, einmal ganz kurz über das Equip, über die Aspekte geredet und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Probiert es einfach aus, ihr werdet merken, das macht wirklich irrsinnig viel Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen netten Kommentar da lasst und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne abends im Stream besuchen. Wir streamen da fast jeden Abend und ihr seid da natürlich herzlich willkommen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund, habt noch ein bisschen Spaß nach Diablo. Bald geht die neue Season los, wir sehen uns wieder. Bis dahin, ciao.